Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Final Fantasy 15 in den Gängen von Niflheim. Und ja, hier sieht alles gleich aus. Und... Nein, warum dieser lange aufgeladene Schlag ist echt ein Problem. Und Aden macht immer noch sein fieses Spiel hier mit uns. Und wir haben beim letzten Mal ja erfahren, dass Prompto aus Niflheim kommt. Hoffentlich finden wir Prompto überhaupt wieder. Aber wenn er schon so blöde Sprüche bringt, dann hat er ihn immer noch. Ja. Wir haben immer noch dieses komische Vieh, was uns irgendwie folgt. Mega Phönix, immer super. Davon haben wir jetzt auch schon eine ganze Menge wahrscheinlich. Dieser Schlag, ey. Es geht anscheinend auch noch eine Stufe höher. 5? Ja. Zugangsberechtigung auf Stufe 5 erhöht. Sehr gut. Berechtigung zum Öffnen von Zugängen der Stufe 5. Sag bloß. Au. Meine Güte, diese Teile erschrecken mich jedes Mal. Was ist denn hier los? Hier liegen überall. Liegen hier kaputte MIs. Warum wehre ich mich überhaupt gegen die? Die explodieren. Ich krieg kurz Schaden, aber ich heile mich ja sofort wieder. Moment, da liegt noch was. Nein, doch nicht. Wo bin ich denn hier gelandet? Was in diesen Kästen wohl drin ist? Dieses Gerät kommt mir auch sehr verdächtig vor. Was das wohl sein mag? Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht langsam hier echt alles so ein bisschen suspekt aus. Die Tür ist immer noch zu. Heißt das, dass wir immer noch nicht die höchste Zugangsberechtigung haben? 5 haben wir aktuell. Final Elixier. Momentan gibt es hier echt die krassesten Gegenstände. Geht aufwärts mit mir! Eine Art Aufzug, wie? Anscheinend. Oh, wie geht es jetzt wohl weiter? Eindringling geortet. Verteidigungsmodus. Ach, super. Oh Gott. Die sind also in den Kisten. Das werden ja immer mehr. Ui, toll. Wo sind denn deine Freunde? Haben sie dich etwa im Stich gelassen? Selbst Gladio muss ja immer sterben. Weg damit. Ignis liegt sicher schon in seinem eigenen Blut. Ha, überhaupt nicht. Er ist nur blind. Du musst dich sehr einsam fühlen, so ganz allein. Nein, tue ich nicht. So. Warum sind die eigentlich alle kaputt rübergeworfen worden? Hm, egal. Da oben liegt was. Mal gucken, ob wir da drüben auch noch irgendwas haben. Perfekt. Das sind Muskel-Items hier. Das ist wie ein Fitnessstudio. Yes. Stufe 6. Zugangsberechtigung auf Stufe 6 erhöht.
Berechtigung zum Öffnen von Zugängen der Stufe 6. Ha! Langsam haben wir es richtig drauf in dem Schwert. Nichts da. Er labert so viel. So. Entspannt hier. Die können uns gar nichts. Genauso wie sein Gelaber uns nichts kann. Ist da noch irgendwas? Ja. Deine Waffen, dein Ring, all deine Kräfte sind nur Leihgaben deiner Arme. Oh, echt? Moment. Was zum... Hier kann ich echt ein bisschen schlecht kämpfen. Ohne deine Freunde bist du enttäuscht. Ja. Und er ist ohne seine Leute immer noch ein Großmaul. Ja, auf diesen Treppen zu kämpfen ist echt blöd. Okay. Ist das er da vorne? Nee, oder? Was ist denn das? Es hat auf jeden Fall gegen die MIs gekämpft. Aber es ist, glaube ich, nicht positiv. Sondern es ist wahrscheinlich auch irgendwas Fieses. Ein Todesabt. Also ich weiß nicht, ob das immun gegen Tod ist. Ich hätte das geskillt. Oh, gerne geskillt. Das hatte ich. Oh, oh. Dass ich, wenn ich MP-Stase habe, mehr Schaden mache. Au. Au. Puh. So, leider sind immer noch welche. Überall. Na komm, wir brauchen ein bisschen RP hier. So ist doch gut. Ha. Okay, die sind also wirklich einfach. Es war nur dieser Todesabt, der echt nervig war. Hey, wir regenerieren uns jetzt. Aber wo sind unsere Freunde? Das stimmt schon. Oh, ein Save Point. Die sind echt verdammt oft jetzt hier in letzter Zeit. Könnte ich eigentlich jeden zweiten mitnehmen.
Also schwer ist es jetzt auch nicht. Ich kriege einfach gar keine Erfahrungspunkte. Und was haben wir hier? Da ist noch was. Ich glaube, wir können echt vor diesen nächsten Kämpfen mal ordentlich alles an Items einwerfen. Weil, was wir hier alles so bekommen an Verstärkern, das geht ja auf keine Kuhhaut. Ja, die Elixiere sind auch perfekt, dass wir so viele davon bekommen. Ich fürchte, du sitzt in der Falle. Wieso, hier ist doch alles kaputt? Oder stehen die gleich wieder auf? Noch eine Falle. Ach, super. Etwas Schmerz hat noch keinem geschadet. Los. Leg den Zahn zu, oder bist du zu Vergnügen hier? Na toll. Was? Ich höre sie, ich höre sie, ich höre sie. Wo, wo, wo? Wo, wo? Ja, wie soll ich denn durch diese Wand kommen? Da! Schalt es ab! Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Bist du dir sicher? Woher weiß das Ignis? Ich glaube, es ist der Grund, warum wir hierher geführt wurden. Au. Oh nein. Oh Gott. Das war knapp. Freunde. Wie seid ihr hierher gekommen? Gern geschehen. Ja, ja, danke. Nachdem wir von dir getrennt wurden, hat Adens Stimme uns hierher geleitet. Ach. Der Mist. Easy. Er spielt mit euch auch, oder wie? Wir haben immer noch keine Möglichkeit, uns auszurüsten. Uns. Aber wenigstens sind wir wieder zusammen. Das stimmt. Alle bis auf Pronto. 3000 EP dafür nur. Endlich nicht mehr alleine, was? Aber was ist mit Pronto? Ohne ihn ist eure Gruppe doch nicht vollständig. Er soll endlich mal ruhig sein. Oder gewährst du mir die Bitte, in eurem Bunde der Vierte zu sein? Sei ruhig. Was auch immer du bist, du gehörst auf keinen Fall zu uns hier. Diese Räume sehen auch irgendwie alle gleich aus. Kugelsicherer Anzug. Ich denke mal, das ist wieder so ein Teil gewesen. Na. Man kann sich ja echt fast immun machen gegen den Schaden, wenn man nur so welche von den MIs jagt oder so, dann kannst du da wirklich auf 30% von dem einen Wert, 50% auf dem anderen, dass man echt immun gegen den Schaden. Hier. Da scheint jemand drin zu sein. Fragt sich nur, wer. Vielleicht Prompto? Sind wir auf jeden Fall nicht mehr alleine. Das heißt, wenn nochmal so ein Vieh kommt, sind wir schon mal ein paar mehr Leute. Überall sind ja Items. Bist du sicher, dass du da lang willst? Ach, wie langweilig. Ich unterhalte mich. Wir haben doch keine Wahl. Was ist denn hier überall? Altes Buch. Überall noch Items drin. Nein, nicht überall. Aber anscheinend sind hier echt so überall Versuchsobjekte. Moment, was? Prompto? Hey, alles okay? Prompto, bist du verletzt? Nein, keine Angst. Nackt. Vielen Dank. Oh. Nockt.
Hast du dir Sorgen um mich gemacht? Natürlich. Blöde Frage. Natürlich habe ich das. Ich wusste, dass du kommst. Ich habe fest daran geglaubt. Prompto. Ich habe mir gesagt, dass ich nicht sterben darf, ohne dir zu sagen, dass du mir vertrauen kannst. Vergib mir. Ach was. Ich wusste, du kommst. Sehr gut. Die Maschine finden die Gruppen. Ah, sehr gut. Wie gut, dass wir jetzt wissen, dass es eine Maschine gibt. Moment, haben wir jetzt eigentlich die ganzen Ausrüstungen noch? Ah, okay. Moment, hä? Achso, die können auch alle generell momentan gar nichts. Also nicht nur unsere Kräfte sind gehemmt. Na gut. Vor allem die Warp-Angriffe vermisse ich dann doch ganz schön. Halt. Echt, jetzt haben wir, keine Ahnung, 5-6 Folgen hier verbracht in dem Bereich und haben halt auch in der ganzen Zeit nicht einen Punkt EP bekommen. Ja, doch jetzt schon durch die Mission, aber das ist schon krass, also da finde ich, hätten sie einem echt schon ein bisschen was geben können. Auch wenn man keine Waffen hat, heißt es ja nicht, dass man nicht vielleicht doch ein bisschen Erfahrung bekommt. Nicht nur durch das Ziel erreichen. Naja. Nur Noct und Gladio haben wirklich AP. Hörst du das? Was denn? Dasselbe Geräusch wie im Zug. Unmittelbar bevor du keine Waffen mehr beschwören konntest. Es ist ganz nah. Vielleicht kriegen wir so deine Kräfte zurück. Ist es das nah. Hier? Ist es das hier? Lol. Du sprichst mir aus der Seele, Noct. Das Geräusch kommt von drinnen. Wir müssen da rein. Lasst mich. Was? So etwas haben sonst eigentlich nur MI. Ach wirklich? Habe ich noch nie drauf geachtet. Noct. Ich bin aus Niflheim. Aber auch wenn ich hier geboren wurde, fühlte ich mich nie mehr zu Hause als mit euch zusammen. Ihr seid mehr als nur meine Freunde. Uns ist doch völlig egal, wo du geboren wurdest. Du musst dich nicht erklären. Wir vertrauen dir, Prompto. Danke. Ich hatte Angst vor meiner Vergangenheit. Seit wann ist die Abstammung überhaupt so wichtig? Du hast mich schließlich noch nie wie einen Prinzen behandelt. Ja, stimmt. Verhältst dich ja auch nicht wie einer. Genug jetzt. Komm, mein luzischer Freund. Bist einer von uns. Das wäre also vom Tisch. Ganz genau. Moment, was? Was ist denn... Sie sieht aus wie Ravos Uniform. Hat's funktioniert? Die Maschine steht still.
Noct, sind deine Kräfte zurückgekehrt? Na komm, probier's aus. Okay, mal sehen. Na also. Alles beim Alten. Ein Pack. Hey. Gehen wir. Ach, sehr gut. Ich kann mal direkt so wieder normale Waffen nehmen. Das ist natürlich krass hier. 800 haben wir dann. Moment, wenn wir eine andere Waffe da hinpacken. Ja, 455. Ja, das ist krass. Ja, damit sind wir ganz gut dabei. So. Da haben wir immer noch gar nichts Neues bekommen. Aber wir könnten Prompto mal den Silberreif geben, dass er auch mal ein bisschen mehr HP hat. Oha. Ich sehe nicht viel. Oh, oh. Verdammt, ich hab das Königsschild nicht mehr. Nein! Okay, sehr gut. Das hätten wir. Keine Waffen, keine Freunde, keine Wahl. Okay, wo müssen wir lang? Muss ja schließlich den Kristall finden und die Welt retten. Und natürlich auch euch drei Knalltüten beschützen. Gesprochen wie ein wahrer König. Moment, sind wir richtig? Ja. Der Ring ist eine schwere Bürde. Doch du musst sie nicht alleine tragen. Ja, unsere Waffen haben wir zu löschen. Au. Wow. Ja, das geht so deutlich einfacher mit der Waffe. Gehen wir weiter. Oh, einmal noch speichern. So. Oh, was für tolle Bilder. Ich guck mal, da stand auch jetzt hier, dass ich jetzt hier Umbra rufen kann. Das interessiert mich jetzt doch mal. Was ich damit machen kann.
In Lucis der Vergangenheit reisen, Pfötchen geben lassen. Nach Altessia. Was bringt mir das denn jetzt? Und wie kann ich da wieder hin? Kann ich dann einfach wieder da hierher zurückkommen? Das ist dann natürlich nice. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, ob ich da nochmal wieder zurückkomme. Jetzt, wenn wir die ganzen Sachen haben, konnte man auch so total viele Nebenquests dann nachholen von diesen Kampfaufträgen. Und nochmal so ein bisschen Level einzuholen. Wobei, ich habe das Gefühl, dass wir eher vom Level her weiter sind, als wir sein sollten. So fühlt sich's zumindest an. Die Kinder waren hier, glaube ich, im 30er, 35er Bereich und wir sind ja über 40. Also wenn das so ungefähr der Plan ist, dann sind wir ganz schön ein Stück drüber. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Ach, hier sind wir. Noctis, könntet ihr vielleicht vorbeikommen? In Lied gibt es lauter Beben in letzter Zeit. Okay. Die Jäger suchen nach der Ursache, haben bis jetzt aber noch nichts gefunden. Okay, wir schauen mal. Nun gut. Das heißt, wir sind jetzt einfach wieder... Aha. Okay, das heißt, wir können jetzt hier doch noch die ganzen Missionen und sowas machen. Okay, cool. Ach, hier sind jetzt auch noch Waffen. Ach nee, da waren wir schon, glaube ich. Ja. Nun gut. Dann mache ich hier aber auch jetzt erstmal eine Pause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal weiter. Wieder. Ciao, ciao.